Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Kristall Edition. Diesmal gleich richtig gesagt. Wir werden jetzt mal eben... Boah, Entschuldigung. Da muss ich kurz auch schon zum Pokémon Center gehen. Letzte Folge haben wir hier das Käfer-Turnier gemacht. Und ja, sind wir leider nur Zweiter geworden. Weil... Haben wir schon Fahrrad? Haben wir das Fahrrad schon abgeholt? Nee, haben wir nicht. Ja, weil wir halt kein Sichlor gefangen bekommen haben. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht weiter wild. Zweiter Platz ist auch schön, ne? War mal was anderes. Und jetzt in dieser Folge werden wir wahrscheinlich noch die paar Trainer machen. In der Käferpark, da Park der Freude. Keine Ahnung, wie heißt denn der? Park, ich guck gleich nochmal. Bin gerade im drin gewesen und hab's schon wieder vergessen. Aber naja, so, was ist mit Scherem Boy? Den werden wir wahrscheinlich mal eben auf die Box packen. Bills PC. Warum habe ich schon hier Bills PC, obwohl ich Bill noch gar nicht getroffen habe? So, Scherem Boy. Danke. Haust du rein. So, dann holen wir uns eben schnell das Fahrrad. Damit wir hier auch schneller unterwegs sind. Ich finde die Melodie in der zweiten Edition so schön. Oh, wow. Wie die Fahrräder hier noch aussehen. So. Ich bin hierher gezogen, aber ich kann meine Fahrräder nicht verkaufen. Warum nur? Würdest du ein Fahrrad fahren und so Werbung machen? Aber natürlich. Ja, großartig. Gib mir bitte Name und Nummer, dann leihe ich dir ein Fahrrad. Doch ich leihe dir ein Fahrrad aus. Meine Fahrräder sind erste Klasse. Du kannst sie überall fahren. Natürlich kann ich das. So, das packen wir auch mal gleich auf Select. Wählen. Und okay. Und los geht's. No. So, sind wir wenigstens schneller jetzt hier immer unterwegs und müssen nicht immer diese ganzen langen Wege jetzt immer laufen. Und weiter geht's. Und wir nehmen jetzt eh nur noch die paar Trainer hier mit. Na gut, vielleicht eine Woche Bildenkampf mit. Muss sowieso eh mal schauen. Webrak. Webrak haben wir aber nicht im Turnier gesehen, oder? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Ach siehst du, wir müssen ja... Genau, das wollte ich nämlich gerade gucken. Wir müssen nämlich austauschen. Wer das ist nämlich so paar Level unter Honma. So, Servus. Meine Pokémon sind jetzt zirken. Ich will dir sagen, wie stolz sie... Sie mir... Hä? Ich will dir sagen, wie stolz sie mich machen. Hä? Egal. Oder zeigen. Ich will dir zeigen, wie stolz sie mich machen. Vor allem ist nun Snowball, aber naja, egal. Ich bin heute auch nicht ganz... bin vorne erst aufgestanden. Aber sollte schon passen. Bam! In your face! Wow, es überlebt. Das kann ich ja auch, guck. Okay. Und nochmal Biss. Da war es ja noch kein Fee-Pokémon. Weil es ja auch noch gar nicht Fee gab. Was Sturz angeht, kann ich dich schlagen, aber... Da hat er diesen Frosch am Hals. Tut mir leid. So, wo war der nächste? Ich fahr jetzt einfach mal hier so rum. Oh, guck mal, da ist ein Springbrunnen. Oh, ist das nicht süß? So, da ist der nächste. Yo, Kollege! Die Pokémon repetiert viel. Es gibt noch viele Dinge, über die wir nichts wissen. Aber ich weiß mehr als du. Das mag ich doch zu bezweifeln. So, ein Schuljunge Julius möchte kämpfen. Schickt Mirabla in den Kampf. Hui. Es ist Zeit, dass wir langsam Eiszahn erlernen. Ich dachte eigentlich wirklich, dass wir Eiszahn recht früh erlernen. Aber ich habe mich wohl getäuscht. Also ich dachte, dass er das kurz nachdem er sich entwickelt erlernt. Ne? Das meinte ich mit recht früh.
Wow, wir zwei Pokémon hat die Badass eigentlich ziemlich doll schaden könnten. Aber nö, ich bin zu schnell, ich bin zu stark, ich wut. Ihrer 3. In your face. So. Erfahrung tut es gut. Was? Genau richtig. Oh, ich dachte, wir kommen hier gar nicht rein mit dem Fahrrad, aber okay. Ein Hut. Und nicht Hot. Ne? Moonlight. Ich nenne dich jetzt mal bei deinem Kosenamen. Huch. Wow, Togepi, Schlüpf. Dieser Moment. Kann man B drücken, um die Schlüpfen zu abbrechen? Ne, geht nicht. Möchtest du... Ja, wie nenne ich dich denn? Wie nenne ich Togepi? Ich nenne es einfach mal Neon. Ich habe ja gesagt, ich werde es meine Pokémon hier so langsam nach und nach nach Abonnenten benennen. Und... Eine heißt davon Neon LP, glaube ich, oder so. Also irgendwas mit Neon auf jeden Fall. Und deswegen habe ich es jetzt einfach mal Neon genannt. Einfach nur, weil es mir... Boah, ist das Raichu fett. Einfach nur, weil Neon mir als erstes durch den Kopf... Scheiße, ich wollte eigentlich Kopf aus einsetzen. Schreck zurück. Na, vielleicht war das auch gar nicht so schlecht. Mit Biss. Und jetzt Kopfnuss als Final Hit. Mein Pokémon mal... Natürlich ruft... Nee, ich dachte, Mama ruft jetzt an. Weil bei der Menge Geld eben dachte ich, ja, Mama ruft sicherlich gleich an und jetzt auf einmal klingelt das Telefon. Aber nein, es war doch nur der Kämpfer Bodo. Hallo, hier ist Bodo. Doki, entschuldige die späte Störung. Du musst jetzt viel besser sein. Warum zeigst du mir nicht deine Technik in einem wahren Kampf? Ich warte hier, Route 34. Bis später. Das war doch der Typ unten, ne? Warte mal, die... Haben wir das nicht... Vorletzte Folge ist? Warte mal, muss man überlegen, wann haben wir die Nummer denn ausgetauscht? Göre Monika, naja. Oder ist es der da oben? Ich muss mal gleich auf die Karte schauen, wo die Route 34 war. Und dann kann ich euch auch sagen, in welche Folge wir die Nummern ausgetauscht haben, glaube ich. Wird wahrscheinlich eh falsch sein, weil mein Erinnerungsvermögen mich eh die ganze Zeit im Stich lässt. Genau wie mein Sprachzentrum. Aber naja. Ein Tragözo. Jo, hast du fein gemacht. So, und jetzt Kopfnuss. Müsste eigentlich doch gleich weg sein, oder? Nee. Wow. Geht daneben. Nee. Na, von was war das? Kennt es noch wer? Wahrscheinlich nicht. Dum. Sagt sie. So, Kartenmodul haben wir ja schon. Dann schauen wir mal. Route 34 ist da unten. Also war es doch der Typ wieder. Dann werden wir doch mal gleich runtergehen und schauen, wie stark er jetzt geworden ist. Wobei wir hier eh gerade fertig geworden sind. Liebe Leute. Ich denke mal, wir brauchen noch nicht mal zum Pokémon Center gehen. Werden also hier komplett durchdüsen. Oh. Ah, okay, hier kann ich sogar durchfahren, okay. Dann mache ich jetzt noch den Kampf und danach würde ich sagen... Da ist er. Das ist er, glaube ich, ne? Ich erwartete dich. Ich war nicht mehr so oft einkaufen, um mein Pokémon besser zu trainieren. Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich ist er jetzt hier 10 Level über mir oder so. Ja, er hat nur ein Pokémon. Und es ist Anton. Immer noch Level 14. Hm. Du enttäuscht mich wirklich. Geh weg. Aber naja, war nochmal extra Erfahrung.
Habe ich falsch trainiert? Nochmal ein bisschen Geld kassiert. Wir sehen uns. Lass den Kopf nicht hängen. Halt die Ohren steif. Whatever. Boah, das habe ich damals... Ich weiß nicht, wann ich das jemals aufgegriffen habe. Diesen Sprichwort... Sprichwort? Ist ja auch falsch. Halt diesen Satz, diesen Spruch. Halt die Ohren steif. Das habe ich mal irgendwo als Kind aufgegriffen. Das habe ich dann nochmal im Garten, wo wir im Garten waren, zu jemandem gesagt, der wohl von meinem Vater ziemlich wichtig war. Und dann habe ich, als er sich verabschiedet hat, wohl mal gesagt, halt die Ohren steif. Mein Vater hat mich da gleich angeschnauzt, das kannst du doch nicht sagen. Oh, du musst wohl noch etwas wachsen. Ich mag dich, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Ja, also Leute, ne? Zu Leuten, die ihr nicht wirklich kennt und keine engere Bindung habt, sagt das lieber nicht. Ein Visor Level 9. Okay, ich glaube, ich bin etwas zu überlevelt hier. Wenn ich mal bedenke, dass selbst in der vierten Arena das höchste Level, glaube ich, 24 ist. Oder? Ich glaube ja. Also, wir werden wahrscheinlich bis zum vierten Level hier einiges machen. Also gut, wenn man so sieht, die Level werden ja kaum größer, ne? Also das sind keine großen Unterschiede, so wie bei Dings jetzt, bei der gelben Edition, wo der dritte Orden, nee, der vierte Orden irgendwas mit 30 war und der fünfte Orden hatte dann auf einmal schon Level 50 Pokémon. Sowas wird es hier nicht geben. Mal sehen. Ups, schon vorbei. Ja, oh, das war eine Menge Geld. Na, rufen wir mal jetzt an. Nö, Mama ruft immer noch nicht an. Dann werden wir mal weitermachen. Also hier werden wir wahrscheinlich schnell in Johto durch sein. Ich schlag ordentlich zu, sonst werde ich es tun. Aber es ist ja diesmal nicht die einzige Stadt. Das ist das einzig Tolle an der zweiten Generation. Na Quatsch, nicht das einzig Tolle, aber das besondere Tolle an der zweiten Generation. Dass man hier in zwei Gebiete, in zwei Regionen reisen kann, beziehungsweise hin und her reisen kann, oder sagen wir es anders, dass man in eine zweite Region reisen kann, um noch weitere 8 Orden zu sammeln, das denke ich mal, gefällt jedem. Also, und sowas wünscht man sich in zukünftigen Editionen immer noch mal, dass man in eine andere Region reisen kann, um noch mal zusätzliche Orden zu sammeln. Aber ja, Game Freak macht sich da ziemlich schwer mit. Und vielleicht irgendwann demnächst in der 9. oder 10. Generation dann wird Game Freak unseren Wunsch nachkommen und es gibt wieder eine Edition geben, die dann zwei Regionen beinhalten. Aber naja, ich würde mich nicht darauf verlassen. Ich weiß nicht, ob sie mal ein Statement dazu gehalten haben, aber ich glaube, dass sie das so als Sonderedition halt haben wollen, dass wirklich diese Edition hier ja als einzige ist, die einzige ist, wo man halt in zwei Regionen hin und her reisen kann, um halt 16 Orden insgesamt zu sammeln. Ich weiß nicht, also... Ach ja, gleich mal so eine kleine Information am Rande, bevor ich das jetzt noch vergesse zu sagen. Wir werden, oder ich werde, ab sofort wieder auch Samstag und Sonntag Folgen ausstrahlen. Also heißt, ihr werdet Samstag, Sonntag auch Folgen sehen. Weil, ich habe mir mal das hochgerechnet mit, wenn ich immer zwei Folgen am Wochenende auslasse, ne? Jeweils von, egal welche, von welchem Projekt. Und man das mal über Monate, hinwegrechnet, dann sind da schon einige Wochen, die wir da einfach hätten was machen können. Also hätten schon schneller vorankommen können mit Projekten, wo wir einfach mit diesen beiden Tagen einfach Zeit verschwendet haben, ne? Weißt du? Es wird wahrscheinlich irgendwann so weit kommen, dass ihr irgendwas Neues sehen wollt, ich aber einfach nicht hinterherkomme, beziehungsweise nichts Neues anfangen kann, weil ich immer noch an einem Projekt festhänge.
und ich einfach Wochenende einfach nicht ausstrahle und somit nochmal die Zeit weiter hinausführe. Normalerweise ist ja geplant, dass ich Wochenende halt diese Extra-Folgen, Spezialfolgen hochlade. In die letzten beiden Wochen ist ja jetzt auch nichts gekommen. Hat einfach nur Gründe, weil ich keine Lust hatte. Und ich aber auch was anderes machen wollte, ne? Also ich bin ja selber Gamer und ich möchte auch für mich ein bisschen Zeit haben, auch ein bisschen andere Sachen zocken. Nicht die Sachen, die ich hier nur auf meinem Kanal, beziehungsweise auf meinem Let's Play-Kanal bringe. Und deswegen, ich werde es aber so machen, also Pokémon auf jeden Fall werde ich die Folgen immer in Session aufnehmen, das wisst ihr ja. Aber ich werde das so machen, dass halt in Session aufnehme und dass ich dann in der Woche, wenn ich immer noch genug Zeit habe, die habe ich dann meistens auch, Entschuldigung, dass ich dann die extra Spezialfolgen immer vorbereite, alle Sachen zusammensuche, schon anfange, weil Projekt kann man ja speichern und so weiter und so fort, dass ich das dann bis Samstag und Sonntag dann voll habe. Ab nächsten Monat läuft es sowieso um einiges besser. Oder ab, sagen wir, Ende nächsten Monat, Anfang übernächsten Monat auf jeden Fall. Weil ich dann meine Capture Card für den 3DS habe. Das habe ich ja schon gesagt. Und dann werde ich auf jeden Fall viele Sonderfolgen rausbringen von der 6. Generation, also XY. Und werde da zum Beispiel Guides rausbringen, auch wenn es jeder andere schon getan hat. Ich möchte es aber auch für meine Community machen. Dann halt Battles, die Wi-Fi Battles. Oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Tut mir leid, dass ich, also ich habe eigentlich gesagt, ich werde es machen. Ich werde jetzt noch ein paar Folgen hochladen. Aber tut mir leid, alles in mir sträubt sich trotzdem dagegen. Ab und zu gerne mache ich das trotzdem. Aber warte, ich spreche gleich weiter. Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt, ich bin gut. So. Und ab nächsten Monat oder Anfang übernächsten Monat, also ab September, auf jeden Fall, Leute, auf jeden Fall mache ich denn da die Battles, die Wi-Fi Battles, die ich die ganze Zeit schon versprochen habe. Ich werde dann auch Doubles und Handicap oder ganze 6 gegen 6 dann hier hochladen. Das hängt immer darauf an, was ihr sehen wollt. Auf jeden Fall wird dann auch ziemlich viel gestreamt. Und ja, also wenn ich die Capture Card habe, wird sich hier auf jeden Fall einiges ändern. So, jetzt kommt Miltank. Dürfte eigentlich kein langer Kampf werden hier, weil ich einfach zu krass stark bin. Das müsste das Level 20 sein. Ja. Oh, Walzer. Das könnte echt wehtun. Bitte zieh die Hälfte ab, bitte. Ja. Das ist echt tanky, das Vieh, ne? Und das könnte mir jetzt echt sehr, sehr wehtun. Ich könnte jetzt einen Crit gebrauchen. Schon das dritte Mal. Viertes Mal werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Jetzt bin ich gespannt. Ah, dachte ich mir schon. So, aber Hanman müsste schneller sein. Ansonsten, ja, sind wir am Arsch jetzt hier. So, aber wir haben es geschafft. Wir haben den dritten Orden. Ich hätte ja echt nicht geschafft. Also Walzer ist halt krass, ne? Also. Ah, du bist gemein. Du solltest nicht so ernst sein. Du kennst du. Ja. Schnipp. Jetzt. Du bist gemein. Ja, so. Toll. Oh nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. Schnipp. Was? Was willst du? Einen Orden? Oh, stimmt. Ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Mit Hilfe des Basisorden könnte deine Pokémon stärker auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht er die Initiative deiner Pokémon. Oh, das hier kannst du auch haben.
ist Anziehung. Es bringt den Charme eines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht so perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Ja, gut. Reicht doch wieder. Wir gehen jetzt noch schnell zum Pokémon Center. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diese Folge. Weil 20 Minuten vorbei und so, ne? Wisst ihr, kennt ihr das Schema? Das Prozedere, wie es ja abläuft. Weiß nicht, ich bin heute irgendwie gerade ein bisschen aufgekratzt. Immer wenn ich über die Capture Card rede, bin ich gut gelaunt. Ich freue mich übelst auf die Capture Card und ich hoffe ihr auch. Und ich werde es wahrscheinlich sehr viele Folgen auch danach nochmal erwähnen, dass ich die ab nächsten, also Ende nächsten Monat oder Anfang übernächsten Monat haben werde. Muss ich genau schauen, weil es heißt, dass er, also der Shop, den, wo ich sie kaufen werde, Ende nächsten Monat, also Ende August, werden sie das im Shop haben. Und genaues Datum ist noch nicht bekannt, daher denke ich, also deswegen sage ich immer Ende nächsten Monat, beziehungsweise Anfang September, bevor es halt doch zu spät sein sollte, werde ich sie auf jeden Fall haben. Und ihr könnt euch echt freuen, weil ich habe da einige Sachen schon geplant. So, das war's dann auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn nicht, dann lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, wieso. Und ich versuche es dann demnächst in den anderen Folgen, in der nächste Woche dann besser zu machen. Bis dahin, tschüss.